Back Danke. in the house. So, gibt's denn hier noch Leckeres zum Runterladen? Wieder da. Ja, Ja, ich welcome auch. back. Oh, scharf Danke. angeschossener In the house. Sperrmännchen. So, Das wird gut. meine Fresse. Gibt's denn hier noch Leckeres zum Runterladen? Jetzt werde ich mir erstmal das Gibt's denn Bierchen hier holen. noch Leckeres Ah, zum Runterladen? da ist ein Drüsen. Dach. Ja, ich auch. Oh, scharf Wieder angeschossener da. Sperrmännchen. Ja, Ja, ich welcome auch. back. Oh, scharf Danke. In angeschossener the house. Sperrmännchen. Mein So, letztes Zentrum. Wohl sein. Das schmeckt. Und was hältst du davon? Fenster. Dann noch eine Zigarette. Nein. Was? Nein. Gibt's nicht. Rauchen gefährdet die Gesundheit. Hier gibt's Ist nicht. nicht vorgesehen. Und was Soll hältst du das werden, davon? wenn's fertig ist? Ein Fenster? Block. Nein. Nur in groß. Am Blockstein in Kilometer mal Kilometer oder was? Ist Hier nicht gibt's. vorgesehen. 50 mal Soll das werden, 50 Kantenlänge. wenn's fertig ist? Ein Block. Es geht nicht darum, dass es was ist, es geht Nur in darum, dass es groß. Zeit Am kostet zum Bauen. Blockstein in Kilometer mal Kilometer. Auch ja. Also dann kann man aber auch. Nee, aber ich Ja, werde ich da noch weiß ab nicht viel 50 Kanten. verraten, Länge. Ah, okay. Müsste ich mir das eigentlich mal kurz angucken, bevor. Kann ich ja mitraten. Warte mal, hier einen Home setzen. Auch ja. Set Home. Nee, aber ich werde da noch nicht Idyll. viel verraten. Ah, okay. Müsste ich mir das eigentlich mal kurz angucken, bevor. Nee, Home Set oder was? Kann ich ja mitraten. Warte mal, Set hier Home. einen Home setzen. Home. Set Home. Ist Idyll. mal Licht. Okay. Das Gezirpe. Nee, Home Set oder Ja, was? boah. Das ist Ah, ja. scheiße. Set Home. Die Knochen gebrochen, ey. Set Home. Wo? Gibt's ja nicht. Wo sind wir? 30.316. Okay. Ja, Scheiße. boah. Tja. Also, du Scheiße. enttäuscht mich mal wieder nicht. Knochen gebrochen, ey. Set Home. Das ist schon gigantomatische Freut mich zu hören. Ausmaße. Ja. Oh Mann, ey, das ist ja Also, alles ja. mit Schnitzlups gemacht. Also, du Ja. enttäuscht mich mal wieder nicht. Das ist Knochen schon gebrochen, Das ist schon gigantomatische Freut mich zu hören. Freut mich zu hören. Ausmaße. Ja, was könnte das sein? Ich meine. Oh Mann, ey, das ist ja Ja. alles mit Schnitzlups gemacht. Also, du unformellen Übels. Ja, Schulin ist ein wenig Ja, allein schon erkältet. aufgrund der blasphemischen Bauform. Freut mich zu hören. Ja, genau. Ja, was könnte das sein? Ich meine. Ja, was könnte das sein? Ich meine. Ja. Unformellen Übels. Ja. Unformellen Übels. Die Scheiße eigentlich ja alles doppelt. Ja, allein schon aufgrund der blasphemischen Bauform. Ja, genau. Nee, ich dachte so an Mehrzweckhalle oder so, vielleicht Abstellraum. Boxring oder so. Abstellraum, ja, genau. Brauche mehr Platz für meine Kisten. Nee. Ja, wie gesagt, so. Da kannst du ja auch so ein Nee, ich schönes dachte so an automatisches Lager reinbauen, wie Mehrzweckhalle ich das oder so, in meinen vielleicht Twilight gemacht habe. Boxring Abstellraum. oder so. Nein. Abstellraum, ja, genau. Lager. Brauche mehr Platz für meine Kisten. Lager? Nee, kein Lager, wie gesagt, Kein Lager. so. Da kannst du ja auch so ein schönes User automatisches joined your Lager channel. reinbauen, wie ich das in meinen Twilight Guten gemacht Tag. habe. Bisschen. Berichte. Hallo Hi. Elwob. Ja, es war gerade so auszuhalten. Lager? Kein Lager. Also Dann ich sag wollen. mal, Ach, die wir waren jetzt Kotzbube auch zehn noch. Kandidaten, ne? Yeah. Und von den zehn hätte ich jetzt vier Ah, auf guten die Tag. Bühne gelassen. Berichte. Also jetzt mal so im Vergleich zu Ustvorschau oder so. Davon hätte ich vier auf die Bühne gelassen. Und dann war immer noch, überzeugend ist was anderes, aber annehmbar.
Ach du Scheiße, ich hab mal jede Menge Points, Hallo? ey. Okay. Ja, Ja. und noch mehr Points. Kann ich ja kaum glauben. Und noch mehr Points. Ja, so war's. Außerdem muss ich mal Also, eben kurz und ich meine, Lautstärke. die Jury-Urteile sind ja sowieso völlig willkürlich. Das haben wir ja eh schon mal festgestellt. Also, Die Jury ist ja schon willkürlich. ja, davon abgesehen. Und es gibt wirklich, also, ohne Scheiß jetzt mal, ne? Es gibt wirklich nur noch ein Ding, womit sich Miezekatz aus der Schlinge ziehen kann. Das ist wirklich, wenn die irgendwie nachher am Ende von dieser Scheiße irgendwie sagt, ich habe das nur aus Geldnot gemacht. nee, ich habe das nur aus wissenschaftlichen Gründen sozusagen gemacht, um wirklich jetzt mal zu sagen, was da wirklich hinter den Kulissen abgegangen ist und wie das dann anprangert. Ansonsten höre ich mir niemals mehr wieder eine Mia-CD an. Nee, ist dann schade, weil ist einfach super, aber es ist also, nee, also, nee, wirklich. Also, wie kann man, das ist, wie gesagt, das Qualitätsniveau ist ja ohne Scheiß. Ich hätte jetzt vier davon auf die große Bühne gelassen, die anderen kannst du direkt weglassen. Aha, Robskocher, soll ich von Elwop grüßen? Danke. Ja, guck grad meinen Stream. Ja, dann bestell mal Grüße zurück. Das wird er wohl gehört haben. Grüße, Ja, Elbob. wie du gehört hast, hat er zurückgegrüßt. Eieiei. Sag mal, Schulin, hast du eigentlich mal so diese Sound-Sachen mal so Probe gehört, die ich dir irgendwie rübergezogen habe? Ja, also qualitätstechnisch schon Das mal soll meinen gut. Point ja wegbringen. Ja, was kann das dein Lautsprecher irgendwie bringen? Was sagst du? Ja, na klar, also Ist das ist ja. ja irgendwas aufgefallen? Nee, schon recht differenziert so. Ist auch gar nicht so schlecht. E Was mir aufgefallen ist, ist, dass ich meinen Bass generell zu hoch eingestellt hatte. Ja, wirkt das noch ist ein wenig. häufig so, ne? Weil bei diesen, also Dubstep und Scheiß elektronischer Musik, da Teleportation. fällt halt nicht auf, Schon wenn du wieder den Bass zu hoch Handy. Ja, das ist eingestellt klar. hast. Er muss halt wummern, ne? Ja. Muss drücken! Ja, was hast du denn 2.1 System gebaut? Unglaublich. Hast du noch Einfach, eine naja, aber Endstufe? Stereo. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Hast du jetzt zwei Endstufen oder nicht? Nee, eine Steine. Ja, wie? Ach so, du hast einfach den Bass zu weit reingedreht, meinst du? Ja, genau. Ach so, ja gut, okay. Ja. Okay, also hat es auf jeden Fall ein bisschen was gebracht zum Ja, Ausgleich. ja, ja, ja. Also von der Qualität hätte ich noch mal gerne auch mal noch mal gute Musik. Grafik auch noch ein kleines Stückchen Ja, runterschrauben, weil kannst nächstes Mal frei zugreifen, ne? Ich meine, das war jetzt wieder auf letzte Minute, ne? Da ist das ja. 40. Ja, Also die haben nee, einfach irgendwas rausgeschmissen. ist schon gute Sachen dabei, so auch diese, was war das hier, Ja, so Bar-Lounge Lounge-Kacke, ja, Classics und Lounge-Zeug so, war ne? schon gut. Ja, kann man sich anhören, ne? Ja, so Fahrstuhlmusik, kann man sich nochmal anhören. Ja, wie gesagt, müssen wir Nee, dann also nächstes. dann soll es nicht abwertend sein, das höre ich mir gerne schon Nee, mal so an. das Easy wird schon was Listening meinen. halt. Verstehe schon, was meinst. Reservebox Musst ja halt nächstes vormachen. Mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, um dir was rüberzuziehen, was dir mehr zugesagt hat. Ne? Jo. Oh, lass mal, ich bin da gerade eh schon auf meiner bevorzugten OneNote-Seite. Ah, ich sag da mal lieber nichts zu. Ja, naja, jetzt muss ich erstmal So, irgendwie auch gucken wir ein mal zum bisschen Hochhaus, mein was ich da eigentlich machen Gehirn wollte. durchpusten hier mit richtiger Groß. Musik. Mein Gott, also. Kommt Ja, denn ich meine, jetzt es. Birthday Party? Birthday Party? Nee, nein. Nee, dann. Also zum Gehirn durchblasen nach DSDS, dann gucke ich mir immer irgendwie so ein, zwei Songs von irgendwie so einer USFO-Show an, dann hat sich das ja dann erledigt. Jana Gerke. Kennt das ja. Ja, zum Beispiel. Mal schauen, was kommt. Aber, ja. Und dann weißt du, dann auch diese Ungerechtigkeit, das ist so offensichtlich, ne? Dann hast du echt manche Sänger, die singen vor allen Dingen im Refrain die ganze Zeit mit irgendwie drei Backings hinten dran. Oder irgendwie größtenteils mit irgendwelchen Backings. Und manche gar nicht. Ja, und so. Also solche Sachen, das ist auch so ungerecht aufgeteilt und so total. Ah, also.
Also nee, also. Und mir ist dann auch nicht irgendwie so ganz klar, was die damit bezwecken wollen, weißt du? Das ist halt das Problem, wenn man da irgendwie so einen Kontext finden würde, so, ja, die und die wollen die pushen jetzt unbedingt und so, oder weiß ich ja, nicht. Ja, ich hab's vorhin mal als Musitainment tituliert. Also, ich hab, glaube ich, schon überall reingemacht, ja, Dinger. Keine richtige Musik, sondern halt so Musitainment. Ja, ja, so Hintergrundgeplätscher quasi. Also, ja, daraus besteht die Sendung doch hauptsächlich. Von 2 Stunden wird 1,45 gekeift. Ja, ja, locker, locker, locker. Also jeder Auftritt, also ich hab's jetzt nicht abgemessen, aber wirklich, jeder Auftritt, weiß nicht, 1,5 Minuten? Oder so? Also echt Scheiße, 1,5 Minuten? Und also so derbe jetzt zusammengeschnitten? Nee, 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 auf gar keinen Fall 3 Minuten. Nie, nie im Leben. Also das hat angefangen um 20 Uhr, ne, und wir haben jetzt 10:30. So, das heißt, das sind 2,5 Stunden gewesen, okay, Werbung noch weg und so, aber ohne Scheiß, das waren. Also, da bin ich, glaube ich, ist fertig. Lass mich nicht lügen, aber also gefühlt waren es 1,5 Minuten, lass es 2 Minuten gewesen sein, aber 20? Niemals mehr. Das war super, super kurz, war. Und dann haben die sich da dann voll das Urteil rausgebildet, verstehst du? Also total. Nee, nee, nee. Ja, es ist, also, das ist einfach, ja, und dann, ja, also, ja, wie du schon sagtest, so, der Hauptteil der Sendung bestand hast halt aus Hintergrund, ja, diesmal wäre es kein Gekeife, immerhin, aber, ja, wahrscheinlich haben sie die Keifen jetzt rausgewählt, wird genug gekeift. Ja, die Keifen sind schon alle raus, jetzt, haben sie andere Themen. Qualitäten. Mit Heulerei und, was das, irgendwie Scheiße. Also Musik hat halt wenig zu tun. Also ich sag mal, wenn du jetzt die Musik, ne, ich meine, sag mal, kannst ja schon messen. Wie gesagt, die musikalischen Beiträge hier von jetzt 2,5 Stunden Scheiß waren dann am Ende 30, 20 Minuten nach, ja, höchstens, ne? Aber wenn du haben auch, die dann wenigstens 2 Lieder gesungen oder hat die dann nur ein Lied gesungen? Nee, ein Lied und wie gesagt, also gefühlt waren es 1,5 Minuten. Ich hab's nicht gemessen, aber höchstens 2. Höchstens. Ohne Scheiß. Also das war wirklich. Ja, die versuchen auch mit allem die Sendezeit zu strecken. Ja, aber. Ja, ja, wenn du da ja, Leute hast, die singen können. Ja, aber dann lass ich sie doch 3,5 Minuten singen, wenn ich die Sendezeit noch strecken will. Ja, und zweimal. Ja, und von mir aus sogar zweimal. Aber weißt du hast Millionen Möglichkeiten, die Sendezeiten zu strecken. Aber die machen es ja immer auf die beschissenste Weise, weißt du? Das ist total nicht nachvollziehbar. Das ist total krank. Die sind einfach. Bei einer Sendung, die 2 Stunden geht, da kannst du. Da kannst du 3 Minuten, das sind 6 Minuten pro Sänger, mal 10 Sänger sind 60 Minuten, dann hast du eine Stunde voll, dann ziehst du vielleicht noch 40 Minuten Werbung ab und dann hast du immer noch 20 Minuten für Schiri-Urteile und Blabla. Hintergrundgesabbel. Ja. Ja, weißt du, das reicht doch vollkommen. Also das ganze Konzept ist von vorne bis hinten godisch, echt, also, boah, nee, verstehe ich nicht. Ja, wahrscheinlich, weil die rechnen damit, weißt du, so die Aufmerksamkeitsspanne bei den Jugendlichen, die ist ja äußerst gering, dann dürfen wir nicht mehr als 1,5 oder 2 Minuten singen, sonst, ne, ist das schon wieder zu viel für die kleinen Gehirne oder so, ich habe keine Ahnung, was die denken. Ja, aber die singen doch auch Sachen, die halt für junge Leute interessant sind. Und man will sich ja auch, wenn man jung ist, sich zumindest ein Bild darüber machen, wie gut er das umsetzen kann. Oder ja. Eben nicht. Ja, eigentlich schon, ne? Also ich meine, also ist total unverständlich, weißt du? Das ist auch irgendwie, ich verstehe, also ich könnte ja jetzt irgendwie verstehen, wenn da irgendwie so ein Konzept hinter wäre, die da irgendwas zu verfolgen, so, ja? Also irgendein bestimmtes Ziel, ne? Aber das ist irgendwie scheinbar gar nicht der Fall. Das ist total. Da sind irgendwelche willkürlichen Menschen, die total auf Drogen sind, in der Redaktion, die irgendwas Willkürliches machen und
dabei kommt diese willkürliche Sendung bei rum. So sieht das nicht aus. Echt, also. Und letztes Mal schon, in der letzten Live-Show, habe ich schon bemerkt, dass irgendwie alle Jurymitglieder außer Dieter Bohlen scheinbar total auf Alkohol waren. Ne? Die waren, also meiner Meinung nach, hackenstramm. Diesmal war es nicht so schlimm. Diesmal habe ich es nicht so bemerkt, aber letztes Mal zum Beispiel, da ist mir das total aufgefallen. Die waren mit Sicherheit alle total satt, wa? Und, Ja gut, anders ist es doch nicht zu vertragen. Ja, weißt du, also... Wie gesagt, Mia oder Miezekatz kann ihre Ehre echt nur noch dadurch retten, dass sie, nachdem der Scheiß vorbei ist, wirklich voll uprantet darüber. Ansonsten ist die für mich... Ein Buch schreibt. Ja, gestorben. Ja, ein Buch schreibt zum Beispiel. So, hier, so ist der SDS wirklich und so. Oder Blog oder was weiß ich. Oder bei Fernsehkritik TV auftritt. Ja, irgendwie sowas. Keine Ahnung, aber... Ansonsten hat die ihre Ehre für mich verloren, echt, ohne Scheiß. Also, die muss doch Ahnung von Gesang haben, die kann doch gut singen. Die weiß doch, das wirklich, das verstehe ich überhaupt nicht, was? Das ist auch immer die Sache, was denn da nicht sogar abgesprochen ist im Vorfeld, was die sagen sollen. Ja, eben, ja, aber dann da fängt es ja schon mit an, ne? Wenn da irgendwas abgesprochen wurde, dann ist es ja schon fake. Wie kann die denn fake so mitmachen? Also ernsthaft. Die Frau, ausgerechnet die Frau, die hat es erstens am wenigsten nötig. Zweitens ist sie auch selber irgendwie total, angeblich so überzeugt, ehrlich und echt. Und regt sich über allen möglichen Scheiß auf, wie zum Beispiel über Freiwild-Nominierung beim Echo oder so eine Scheiße. Und dann macht die aber so eine sexistische Hurenkacke mit. Also, weißt du? Also, wie gesagt, gibt nur zwei Möglichkeiten. Sonst hat die echt ihre Ehre für mich vergeigt. Ja, allein schon zur RTL zu gehen. Ja, allein schon das mitzumachen, überhaupt von Anfang. Also, ich würde mich doch überhaupt nicht mit diesem Bohlen-Spasti einlassen. Das ist auch schon. Der hat sowieso am Ende alles in der Hand hat, weißt du? Dann hieß ja, das Motto der ganzen Staffel ist ja, Kandidaten an die Macht. Was ja schon für sich spricht, nämlich, was ja heißt, dass vorher die Kandidaten überhaupt keine Macht hatten, was wir ja alle wissen. Okay, mag ja sein. Aber, wie sich jetzt irgendwie auch so ein bisschen herausgestellt hat, ist, dass die Kandidaten diesmal auch nicht viel mehr zu sagen haben, weißt du? Da wird denen auch irgendwie so ein Song aufgedrückt oder weiß ich nicht, keine Ahnung, hier komm, nee, das ist doch scheiße, sing mal das und das. Und, ja, wahrscheinlich kriegen sie jetzt kein Lied mehr direkt vorgesetzt, sondern können aus drei Liedern vorgesetzt auswählen. Ja, wahrscheinlich. Ungefähr, genau. Ja, und die sind dann alle gleich scheiße. ja, zum Beispiel. So ungefähr wird das laufen, genau. Ja, hast du vollkommen recht. Und, also... Ich meine, wir wissen ja schon auch aus der Vergangenheit, dass Dieter Bohlen eine Aversion dagegen hat, wenn Kandidaten mal kreativ sind und zum Beispiel mal eigene Songs singen oder so. Das kann er ja überhaupt nicht leiden, weil er möchte ja die Songs dafür komponieren und dafür dann die Kohle einhalten. Also das kann er schon mal überhaupt nicht leiden, wenn jemand mit eigenen Sachen ankommt. Das ist ja schon mal total... Scheiße, ne? Von daher, das ist alles so. Ja, weil es dann nicht vom ihn ist, wahrscheinlich. Ja, sicher. Also wirklich. Weil er sich irgendwie cool fühlen will und das produzieren will und natürlich dann auch noch entsprechend mehr Kohle absahen kann, weil er ist ja der Produzent. Dann kriegt er natürlich 20% mehr, ne? Ist klar. Ja, so wird es wahrscheinlich aber auch im Vertrag drin stehen, dass das ja zu sein hat. Ja, sicher. Natürlich. Und dementsprechend ist das alles total unecht und von vornherein zum Scheitern verurteilt. Also. Ja, sag ich doch, Musitainment. Ja, allerhöchsten. Für dich? Ja, wo wären denn die Leute Superstars? Kann ich hier auch schon mal ein paar drum machen. Superstar. Weißt du eigentlich, woher der Begriff Superstar kommt? Ein Superstar war eigentlich jemand, der nicht nur eine Sache konnte, wie zum Beispiel singen, sondern der auch gleichzeitig schauspielern konnte.
und noch irgendwie Theater spielen konnte und sonst noch irgendwas konnte. Daher kommt der Begriff Superstar, weil er nämlich nicht nur Star auf einer Ebene ist, sondern auf mehreren Ebenen. Das ist der Begriff Superstar. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Wieder was gelernt. Ja, kannst du mal sehen. So Leute wie Madonna oder David Bowie, das sind Superstars. Die haben mehrere Kinofilme gemacht, die sind im Theater aufgetreten, die können alles. Die haben schon in Berlin gewohnt. Die haben schon sämtliche Geschlechter durchgefickt, die es gibt. So, das ist ein Superstar. Aber nicht hier irgendwie einmal trällern und 2 Monate später weg vom Fenster. Naja. Legen wir uns nicht weiter auf. Ich hab's mir auch so ausgesucht. Ich so wollte es mir angucken. Ja. Meine Schuld. Selber Schuld. Selber Schuld. Jetzt habe ich das davon. Aber ich kann ja mal meinen Kommentar abgeben. Wieso auch nicht? Ich glaube, das wird doch noch ein Weilchen dauern, die ganzen Fahrstühle hier zu beboden. Wobei, alle kann ich gar nicht zumachen, wenn ihr schaust. Kerzen drumherum. So, jetzt kommt. Drumherum machen und. Die Gehirndusche. Mit Leonie Burgma. Mit dem Song so geil. Und kommt auch. Ich sollte eher einen Heiratsantrag machen. Er macht das doch. Also aus Hessen kommt. Ja, ich werde demnächst in der Kolibri eine Anzeige aufgeben. Suche Leonie Burgma. Ich will dich. Ich würde mich auch gerne mal von Jana Gerke retten lassen. Ja, durchaus. Sagen wir mal so. Mir wäre es am Endeffekt lieber, wenn ich mich nicht hätte retten lassen müssen. Aber. So wäre doch einfacher. Ist ja alles relativ, ne? Einfach rundherum fliegen. Ja. Ja, der Cyrus ist übrigens bei Tim und Struppi. Ja? Cyrus! Ach, okay. Tatsächlich. Er hat zufällig bei Facebook gesehen. Wie hat Struppi wieder Bilder gepostet, oder was? Jupp. Echt, ja. Singt denn da? Kotzpuppe. Ich hab schon wieder YouTube rumlabern. Ey, ja, Mann. Musik da. Ganz kurz AFK. Okay. Okay. Ist er jetzt immer noch rumswitchen, oder was? Ich eigentlich nicht hier die
Oh, ich muss. Ring ist leer. Ja, Batterie. Da. Dahin. Wo ist denn? Der hat doch gerade einen. So wenig Frames hab, ey. Aber sonst nicht.
Thank you.